O, das steht für Out of Home Hamburg. Auf der Hamburg-Messe beginnt ab Mittwoch die schönste Zeit des Jahres und des Tages. Dann dreht sich alles ums Reisen, den Urlaub und die alltägliche Freizeitgestaltung. Erstmals sind 5 Messen unter einem Dach vereint. Die Menschen, die auf Messen gehen, möchten unterhalten werden, möchten ausprobieren, möchten mitmachen. Und das geht natürlich in Bereichen wie hier im Thema Urlaub und Freizeit besonders gut. Wir haben zum Beispiel einen großen Testparcours für Fahrräder. Da kann man die neuesten Modelle testen. Man kann in der Kreuzfahrtwelt sich auf unserem Schiffsdeck niederlassen, genießt die Atmosphäre an der Poolbar, setzt sich in einen Deckchair. Also all das kann man hier direkt erleben. Im Campingbereich schauen, wie sind die Sachen ausgestattet. Also anfassen, mitmachen, erleben, das ist tatsächlich ein Riesentrend und ohne das geht es gar nicht. Bouldern, eine der Trendsportarten und ab 2020 auch olympisch. Auf der O kann sich jeder mal versuchen. Die Messen im Einzelnen, die Reisen Hamburg, Caravaning Hamburg, Rad Hamburg, die Kreuzfahrtwelt Hamburg und neu die Fotohafen Hamburg. Eine neue Messe für Reise-, Hobby- und Profifotografie. Zum Thema Reisen, draußen sein, was erleben, passt das Fotografieren einfach super. Das machen alle Menschen, wenn sie reisen, wenn sie auf Kreuzfahrt sind, wenn sie mit dem Rad fahren. Und die Menschen wollen es eben auch ansehen. Die wollen Fotobücher gestalten, Wandbilder gestalten, Kalender gestalten. Und das kann man hier auf der Messe dann wunderbar sich angucken. Über 750 internationale Aussteller aus über 40 Ländern laden in allen 11 Messehallen dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Jeden Tag 100 neue Ideen für die eigene Freizeitgestaltung und das Reisen. Die O ab Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Hamburg-Messegelände.